hallo liebe YouTube-Fans. Heute habe ich für euch ein Spiel am Start, das ich auf Kickstarter gebackt habe. Und es handelt sich um Super Camber Origins. Es wird auch eine deutlich aufpoliertere Fassung als RPG für Switch und Steam geben. Das hier ist ein NES-Plattformer und ja, Super Camber ist von Nape Games und das ist eine Figur, die erfüllt so ein bisschen den Traum von Napoleon von Nape Games. Und der hat halt früher, genau wie, ich denke mal, wir alle, einfach super gerne Comics gehabt und Comic-Helden und hatte da immer so die Idee von einem Held, der eine Banane ist. Ja, finde ich absolut nicht Banane, sondern eigentlich ziemlich cool. Ich kann mir das auch mega gut vorstellen, so als Kinderfantasie. Ja, und da hat sich ein Traum erfüllt und daraus ein Spiel gemacht. Und ja, ich finde das eigentlich ganz witzig. Und ich dachte, wir gucken da vielleicht einfach mal zusammen rein. So, also das ist der Bananenheld und der ist in Cambotown, also in Cambostadt und macht gerade ein paar Bad Guys kaputt, wie das eben so sein muss. Was man halt von so einem Bananenheld erwartet, ne? Super Banane. Ja, und irgendwas Merkwürdiges geht in der Bananenwelt vor sich. Ja, natürlich muss er dann rausfinden, was so. Und dann habt ihr hier einen ganz klaren Plattformer, also... der Typ ist jetzt natürlich sehr blau. Das liegt aber daran, dass die Banane einfach ein blaues Superheldenkostüm anhat und einen Hut. Also, ich weiß ja nicht, ob ihr von der berühmten Bananenmarke früher mal Werbung gesehen habt. Da gab es so ein Werbemädel, das hatte auch so einen ähnlichen Hut an. Also, ich vermute mal, da gibt es Parallelen. Wissen tue ich es nicht. So, ihr habt verschiedene Waffen, die ihr ausrüsten könnt. Am Anfang hier nur so eine Art Schwert oder Dolch. Und, ihr seht das oben rechts, ihr könnt mit A springen und den Dolch hier benutzen. So, jetzt hat sich der Gegner Gott sei Dank da reingebackt und ich komme trotzdem dran. Ah, ich bin ja auch so doof, ey. So, jetzt werden wir aber hoffentlich das Licht auspusten, genau. So, jetzt kann man jede Menge Extras aufsammeln, Herzchen, Bananen. So, und dann seht ihr da oben, da blinkt das so merkwürdig. Und am Anfang habe ich gedacht, das ist irgendwie so ein Bug oder sowas. Nee, nee, nee. Das ist das Merkwürdige, was hier vor sich geht. Also sozusagen löst sich unsere Zeitlinie auf. Und unser Bananenheld, ihr seht das, auf jedem Bildschirm wird es jetzt schlimmer. Muss das Ganze halt aufhalten. So. Das hier ist noch eine etwas frühe Version. Es kann sein, dass später, wenn das Ganze erscheint, eine Version da ist, die sich ein bisschen unterscheidet von dem, was ich jetzt noch habe. Aber ich gehe davon aus, im Wesentlichen ist es das Gleiche. Ja, also etwas Merkwürdiges passiert. Bitte geh ins Glitch-Portal. Ja, das ist also genau das. Also unsere Umgebung glitcht sozusagen Matrix-mäßig. Und untersuch, was da vor sich geht. Klärchen machen wir. So, jetzt habe ich nochmal drauf gedrückt. So, ja, okay, so. Ja, und wir brauchen, um die Welt zu retten, Super Camber und Cousine Camber. Und die Tür ins Multiversum ist geöffnet. Also wir müssen jetzt ins Multiversum und das Ganze wieder in Ordnung bringen. Ihr könnt dann zwischen einem dieser beiden Helden wählen. Wir nehmen jetzt auch mal die Cousine. Einfach, um es auch mal gesehen zu haben. So, das blinkt jetzt hier ganz schön heftig. Ich habe ja ziemlich viel mit Migräne zu tun. Und ich muss sagen, das ist für mich manchmal ein Problem gewesen. Ich habe mich jetzt ein bisschen dran gewöhnt, indem ich jetzt einfach auf die schwarzen Mittelteile gucke. Also wer da jetzt Probleme mit hat, muss sich da vielleicht ein bisschen vorsichtig hier mit dem Video bewegen. So, man geht jetzt also im Multiversum in verschiedene Bereiche rein und muss dann erstmal einen Zugang oder einen Ausgang oder einen Eingang finden. Das ist teilweise ganz schön knifflig, weil es gibt ganz viele Bildschirme, die man hier teilweise durchwandern muss. Und es gibt halt auch keinen Hinweis darauf, wo genau was ist. Und es gibt auch mehrere Tore in dieses Multiversum. Das ist also gar nicht so einfach.
sehen übrigens auch alle farblich anders aus, sodass man auch wieder an verschiedenen Ecken landet. Ich habe hier übrigens mit der hier ein längeres Schwert, wollte ich nur mal gezeigt haben gerade. So, und jetzt haben wir einen Ausgang gefunden. Und jetzt ab ins Multiversum. So, und da finden wir entsprechend viele Welten, in denen wir uns dann bewegen. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind es 8. Und mit verschiedenen Figuren gibt es dann auch wieder verschiedene Stränge und verschiedene Möglichkeiten, die Levels zu lösen. Und es gibt, glaube ich, auch die Möglichkeit hinterher... Oh, hier, da muss man wirklich aufpassen. Also die schießen sowas von in alle Richtungen und schnell. Also dass zwischendurch die Figur mal weglischt, ist natürlich leider dem Ness geschuldet. Die schafft es einfach nicht, so viele Sachen gleichzeitig auf dem Bildschirm zu lassen. Es ist eigentlich besser, wenn man dem ausweicht. Ja, ich sag's noch, ne? Ja, die Levels sind nachher sehr Metroidvania-artig verschachtelt. Es gibt Save Points. Natürlich, ich spiele es hier im Emulator. Also ihr seht's, also jetzt zum Beispiel werde ich nicht getroffen. Ich weiß ja eigentlich, wie es geht, weil ich schon ein paar Mal gespielt habe. Aber ich falle immer wieder drauf rein. So, die Banane will ich eigentlich Mist. Nein, die hätte ich jetzt eigentlich lassen sollen. Ich bin so... mich ärgert das immer, wenn ich das schon gespielt habe und eigentlich weiß, dass es doof ist. Dass man manche Sachen einfach besser nicht macht. Und ich mache sie dann doch immer wieder. Ich weiß ja nicht. Also, wem es auch so geht, der kann das gerne mal in die Comments schreiben. So, wir gehen jetzt hier einfach mal durch. Insgesamt ist es schon sehr sinnvoll, alle Bananen aufzusammeln, nur dass ich es mal gesagt habe. Aber ich will euch jetzt natürlich auch was zeigen hier. So. Und es gibt halt ziemlich viele NPCs, die Geschichte halt vorantreiben. Manny Sassoff, das ist also der Bösling, versucht irgendwie das Multiversum kaputt zu kriegen. Ja, das geht ja nun gar nicht. Also, da müssen die Bananenhelden ja nun ran, ne? Ja, ihr seht, es ist halt routinierte Plattformkost, so wie man es kennt. So wie man es auch von Nape Games gewohnt ist. Übrigens die Tricks, die es bei Nape Games Spielen gibt, aus dem Bildschirm rauslaufen und wieder reinlaufen. Und sowohl die Gegner als auch die Gegenstände respawnen, kann ganz wichtig sein. Wenn ich also mal kurz vom letzten Leben bin oder so, ich wollte es nur mal gesagt haben. Fallschaden habe ich hier bisher noch keinen gesehen. Ich glaube, den gibt es auch nicht. Es kann halt schon mal sein, dass man in irgendwas reinfällt, was man dann vorher... ich weiß, dass es einen verletzen könnte, aber das war es dann auch. Ja, ihr seht es hier unten. Also die Banane hat wieder respawned. Also wer das irgendwie braucht, um irgendwelche Sachen zu holen oder kurz vor einem Schlüssel stirbt oder sowas und einen Savepoint hat, der kann die Sachen dann entsprechend hier wieder spawnen lassen und da wieder dran. Es ist aber auch so gewollt. Also das ist kein... Ja. Das, was ich kann, können die Viecher in der Regel auch. Das ist also so gewollt und soll halt das Ganze so ein bisschen vereinfachen. Weil, ihr seht, also die Normalversion wäre jetzt halt, ich fange jetzt hier an dieser Stelle wieder an. Die Save Points sind tatsächlich sehr stark in den Levels verteilt und auch teilweise rar gesät. Also der Schwierigkeitsgrad ist schon ziemlich knackig. Und dementsprechend ist es schon so, dass man sich also schon überlegen muss, entweder wirklich so wie ich das jetzt hier mache im Emulator mit Save Games zu spielen, und das tue ich dann in der Regel auch, oder wenn man eben das Originalvergnügen haben will, dann ist es halt nicht verwunderlich, so wie jetzt, wenn man dann öfter mal den Game Over Bildschirm sieht. Das Spiel hat es also schon in sich und es ist schon nicht leicht. Aber es gibt sehr viele Levels, es gibt viel zu erkunden, es gibt sehr, sehr viele verschachtelte Dinge, es gibt eine Menge NPCs, mit denen man quatschen kann, es gibt halt die zwei Hauptcharaktere, es gibt viele Varianten von Levels, die man auf verschiedene Arten nochmal spielen kann, ohne da jetzt zu viel zu spoilern. Das Spiel hat also eine ordentliche Länge für ein NES-Spiel, hat eine Menge Abwechslung zu bieten. Ich finde auch den Soundtrack ziemlich cool irgendwie und ich finde, das Ganze passt auch zusammen. Also unterm Strich eine nette Sache. Ich verlinke euch natürlich alles, was man so an Infos und Bezugsquellen zu dem Game noch braucht, und wen es interessiert, der kann natürlich auch mal in Super Cambo zum Beispiel für die Switch reingucken und einfach mal schauen, was es da sonst noch so gibt. Aber das ist auf jeden Fall was ich euch zeigen wollte. Ich finde es nett gemacht. Ich finde es für einen Homebrew-Entwickler oder für einen Indie-Entwickler mal wieder eine schöne Sache. Soweit ich weiß, kommt das Ganze auch als physisches Modul raus. Und ja, das Spiel ist relativ weit fortgeschritten und es lohnt sich, denke ich, für
Jump'n'Run-ness Metroidvania-Fans da einfach mal reinzugucken. Von mir gibt es auf jeden Fall erstmal einen Daumen hoch, weil ich das ganz cool finde, so auch von der Idee her. Ja, und je nachdem, wie es euch gefällt, schreibt mal ruhig in die Comments. Und ja, ich denke, wir sehen uns. Ciao!